Ja, herzlich willkommen zu unserem neuen Expertenformat bei Style Coach. Experte, was heißt Expertenformat? Also, ihr habt uns ganz viele Fragen geschickt, wir haben ganz viele spezielle Themen und da wir die nicht alle selber beantworten können, haben wir uns Leute eingeladen, die euch im Prinzip mit Rat und Tat zur Seite stehen. Und heute in unserem Format geht es um Trends 2021 und dazu habe ich mir einen sehr, sehr guten Freund eingeladen, den Bastian Casaretto. Er ist absoluter Trendexperte und ja, auf den Bühnen dieser Welt unterwegs und arbeitet normalerweise in Berlin bei Aveda als Global Artistic Director. Schön, schön hier zu sein über uns. Und vor allen Dingen als erstes da bei zu sein. So der erste in eurer Expertenrunde, finde ich sensationell. Vielen Dank für die Einladung. Gerne. So ein bisschen was zu mir. Ich bin jetzt dann schon ein paar Jahre Friseurgelernter. Ungefähr, wollen wir nicht drüber sprechen, ein paar Jahre, da lassen wir es bei. Und seit ungefähr 13 Jahren jetzt bei Aveda Artistic Director und beschäftige mich dadurch natürlich auch mit Trends, mit Fashion Weeks und solchen Sachen. Und mache das auch sehr gerne, nach wie vor. Ich mache immer noch gerne Haare nach all den Jahren, genauso wie du. Bastian, erster Trend, der uns so aufgefallen ist, Shag. Ja, der hat ja so die ein oder andere größere Namensgeberin schon mit Heidi Klum auf jeden Fall. Ist ein Look, der schön weich ist, der auch das Gesicht schön umschmeichelt. Man kann den mit unterschiedlichen Längen tragen. Das heißt, man kann den unheimlich gut auf Gesichtsform auf die Haarstruktur abpassen von Kunden. Okay, also check vielleicht mal für unsere Zuschauer hier, ist ja doch fransig geschnitten. Definitiv. Also Stufen? Weich, Stufen. Dadurch hat man Volumen am Oberkopf und kann das Volumen auch einfach reinfrisieren, weil durch die Stufen ist das Deckhaar halt nicht mehr so lang und hat dadurch natürlich auch weniger Gewicht. Und dadurch hält das Volumen besser im Haarschnitt. Okay, hier haben wir ja mal ein Bild. Quasi blonde Haare mit einem Seidenscheitel, wird aber auch als Trendaccessoire schon ganz oft ein Mittelscheitel getragen, ne? Und dann so bis mit so dem überlanges Pony sozusagen, so Wangenprofil. Diese sogenannte neumodische Name Curtain Bangs. Curtain Bangs. Wo man dann wirklich kürzere Stirnfransen hat und das nach rechts und links weiter wird, länger wird, dadurch halt schön weich fällt und halt einfach so die Augen- und die Wangenknochenpartie in ein schönes Licht rückt. Okay, wer kann es tragen? Wer kann es tragen? Ich würde sagen, vom richtigen Stylist kann man den Look definitiv auf fast jeden, außer wenn die Haare zu lockig sind, anwenden. Okay, dann, also wenn es zu lockig ist, dann ist die Form weg, oder? Wenn es zu strukturiert ist. Wenn es zu lockig ist, dann ist der Look natürlich wahnsinnig aufwendig beim Frisieren. Dann braucht man sehr viele Utensilien, um die Haare glatt zu bekommen, weil durch die Locke kriegt man natürlich den Lockenkopf, den man bei dem Look eigentlich nicht haben möchte. Hier möchten wir ein bisschen Ansatzvolumen, Struktur in den Haaren und dadurch würde ich sagen, kann es jeder tragen, der ein feines Haar hat, der ein mittelkräftiges Haar hat, von glatt bis wellig. Okay, bei einem kräftigen Haar ist schon ein bisschen, da müsste man es wahrscheinlich glätten dann, ne? Ja, also wenn das Haar zu voll ist oder einfach auch zu viel Haarmasse da ist, dann ist es halt aufwendig vom Frisieren, weil Stufen bringen halt immer die Struktur raus und dann muss derjenige halt auch mal ein Glätteisen verwenden. Ein Glätteisen nehmen, okay. Also das heißt, man föhnt es erst oder wie, also Lufttrocknen ist ja, das ganze Ding besteht ja schon ein Stück weit aus Volumen, ja? Ist natürlich ein bisschen auf die Haarstruktur, die man jetzt gerade hat, aber ich würde den Look auf jeden Fall mit einer Paddle Brush zu 70% anföhnen. Hier? Also immer gegen die Richtung, ne? Immer gegen die Richtung rund um den Kopf, so als wenn man sich praktisch einen Turban wickelt. Mhm. Vorher natürlich Hitzeschutz ins Haar machen und je nach Haarstruktur ein abgestimmtes Stylingprodukt. Ob es jetzt ein Salzwasserspray ist, ob es ein Trockenshampoo ist, da kann man dann so ein bisschen mit spielen.
Mein Tipp ist dann immer, wenn 70% der Feuchtigkeit weg ist, nochmal das Styling-Produkt nachladen, weil dadurch kriege ich noch ein bisschen mehr Halt und dadurch hält der Look einfach ein bisschen länger. Und dann, wenn es so zum Schluss hingeht, um einfach ein bisschen Volumen und vielleicht ein bisschen Schwung reinzubringen, mit der Rundbürste zu arbeiten oder mit dem Glätteisen, je nachdem, was man gerne möchte. Okay, Rundbürste ist ja immer so ein bisschen, hat ja immer so ein bisschen Oldschool-Style, also schon sehr klassisch. Also ich glaube, man muss ein bisschen aufpassen. Was ich so in meinen Trendrecherchen gesehen habe, ist schon, dass der Look eher anders ist, oder? Also schon, es darf nicht zu frisiert sein. Mit der Rundbürste würde ich dann wirklich nur hingehen und das Volumen von den Ansätzen. Du hast ja hier ein wunderbares Exempel hingelegt. Was für mich ganz wichtig bei der Rundbürste ist, sind einfach die zwei unterschiedlichen Borsten. Die langen Borsten ziehen die Haare in die Bürste und die kurzen geben Glanz. Das heißt, hier kann ich also wunderschön am Ansatz die ein bisschen raufholen, um Volumen zu kreieren. Und schön hast du es gemacht, wie ein Friseur. Ne? Also ihr seht, ja, also die Bewegung ist schon mal drin. Ist einfach auch eine sehr gute Bürste. Und dann einfach zum Schluss mit den Fingern nochmal Luft durchblasen und einfach nur mit den Fingern. Und dann, wie gesagt, mit einem Saltwater Spray oder mit einer Cremepaste oder einem Trockenshampoo veredeln. Okay, am Schluss Haarspray. Ist ja auch ein bisschen... Ja, Haarspray, ich bin großer Freund von Haarsprays, aber sie sollten nicht zu hart sein. Also für mich sollte das Haarspray immer so sein, dass man danach noch die Haare frisieren kann. Also ich würde es dann in den Look reinsprühen und dann mit der Paddle Brush nochmal durchgehen. Okay, also quasi am Ende des Stylings, also nochmal. Wenn das Haar trocken ist, dann einfach nochmal kurz über Kopf dann rein. Und über Kopf, rechts, links, was gerade praktisch ist. Und dann mit der, und dann mit der, Paddle Brush. Mit der großen Paddle Brush einfach nochmal in alle Richtungen. Sanft in alle Richtungen. Okay. Ja, weil dann kriegt man auch diesen Rundbürsten-Look, der dann so ein bisschen altmodisch manchmal rüberkommt, weg, weil man hat das Volumen, man hat es schön frisiert, den schön frisierten Look und den Glanz. Und dann kriegt man die Struktur wieder schön rein. Okay. Klingt also vom Styling her relativ entspannt, würdest du sagen, oder? Kommt, wie gesagt, ein bisschen auf die Haarstruktur an, aber eigentlich, finde ich, ist es ein Look, den jeder relativ leicht mit einer 10 bis Viertelstunde zu Hause hinkriegt. Okay, also 10 bis 15 Minuten Stylingzeit. Wenn man die anwenden möchte, sollte reichen. Neuer Trend, neuer Look. Natürlich gibt es nicht nur Trends für die Ladies, sondern es gibt auch Trends für uns Männer. Also ich glaube, dass Haare bei Männern definitiv wieder länger werden können und auch nicht mehr diese ganz stark wegrasierten Seiten. Da würde ich sagen, wem es steht und wer da seinen Look gefunden hat, kann das definitiv weitertragen. Sonst geht es da für mich so ein bisschen in die Richtung der 90er. So ein bisschen auch diese Boyband Geschichten, wo man so ein bisschen mit Styling-Produkten arbeitet, um dann so ein bisschen Struktur in die Haare zu bringen, die so ein bisschen rausgewachsen auch aussehen. Und da kann es auch, wie gesagt, gerne ein bisschen länger sein, momentan für mich. Also sprich so diese typischen Barberschnitte mit kurz rasiert und nochmal eine Linie drin und dann dieses lange Deckhaar, was wir jetzt ja wirklich schon fast das dritte Jahr gesehen haben letztes Jahr. Wird weniger. Wird weniger. Was ich gesehen habe und was bei mir jetzt auch schon das ein oder andere Mal im Salon verlangt wurde, sind Dauerwellen. Ich habe vor kurzem ein Shooting mit einer Bekannten von mir gemacht und wir haben Dauerwellenmodelle gesucht und von 10 Modellen waren 7 Männer dabei, die sich beworben haben. Wirklich? Ich habe das, genau den Trend sehe ich halt auch. Also gerade auch junge Männer, ne? Dieses 90er-Look-Feeling in die Haare zu bekommen, wo so ein bisschen Bewegung drin ist. Das heißt dann auch mit den Styling-Produkten nicht mehr diese starken Pomaden, was wir ja lange gesehen haben, sondern wirklich na, eher so die, genau, leichtere so die leichteren, Varianten, flüssigen Varianten. Oder Creme-Varianten, wo du die Haare noch frisieren kannst und Struktur rausbringst. Creme, Frisiercreme, Prisk, ja, gibt's noch, ist geil, ist ein geiles Produkt. Kennst du auch, oder? Die kenne ich seit meiner Lehre. Also die bleibt, ist also 4 Jahre her oder so. Ja, okay. Ungefähr. Bleibt, ist und wird immer da sein. Aber wie gesagt, bei Männern, wer seinen Look gefunden hat mit diesen kurzen Seiten, gerne beibelassen. Wer so ein bisschen experimentieren möchte, gerne so ein bisschen länger, trotzdem frisiert und geschnitten. Wie gesagt, ich war total begeistert, dass sich damals für das Shooting so viele Männer gemeldet haben. Wir haben es dann sowohl bei einer Frau als auch bei einem männlichen Model gemacht. Und beide waren total begeistert damit. Und es war ein super cooler Look.
Gerne wieder. Gerne. Ja. Ich habe noch eine Frage zum Boyband-Look. Also Boyband-Look ist ja eher so, und die haben ja auch dieses Pony-Ding da vorne bei Männern. Also ich kann es nicht mehr tragen, aber Ja, also da halt wirklich also diese French Crop schmal. ist das ja eher so. Ja, hängt da sehr davon ab, wie die Haarstruktur und die Gesichtsform ist. Heißt, gehe ich in so eine French Crop Richtung, habe ich ja auch die kürzeren Seiten, Ja, genau. ne? Dann okay. Dann habe ich aber nicht mehr das lange Deckhaar, ne? Dann habe ich Dann habe wirklich ich eher diese diese. Betonung auf dem Pony, der dann auch eher kompakt ist und ein sehr strenger Look ist. Und wenn ihr so diesen Boyband, da sehe ich jetzt so ein bisschen Mark Wahlberg in den 90ern, wie er seine Calvin Klein Karriere gestartet hat. Längeres Deckhaar, so ein bisschen Struktur da Sieht drin. man ja auch auf unseren Bildern hier. Ja. Ja, also ist ja schon so. Ja, ist das schon. Also Gott sei Dank haben wir nicht mehr nur diesen einen Look mit Kurzseiten Richtig. um Und das ist, lang. glaube ich, bei Männern das Schöne, dass auch da einfach mehr Längenvarianten wieder reinkommen und nicht nur kurze Seiten und langes Decker. Das heißt auch für Männer, wir brauchen nicht mehr, oder die Jungs, die Haarschnitte haben, brauchen nicht mehr alle 2, 3 Wochen zum Friseur zu gehen. Richtig. Oder also es kann auch wieder ein bisschen mehr ausgewachsen aussehen, 6, 8 Wochen dann als. Hängt von der Haarstruktur ab, aber so um die 6 Wochen auf jeden Fall. Okay, Produkte bei Männern. Wir haben ja ein Haarspray. Benutzen Männer Haarspray? Also das ist natürlich eins für Männer, aber benutzen wir die auch oder ist es eher Also so ich kenne ein. Männer, die Haarsprays benutzen, gerade die ein bisschen zartere Haare haben, finde ich, macht das auf jeden Fall Sinn. Natürlich nicht, um die Haare zu fixieren, sondern um denen einfach so ein bisschen Griffigkeit zu geben, also über Kopf reinsprühen und Also auch dann, hier wieder kein ne, Beton. kein Beton. Und dann sehe ich halt da als definitiven Trend weg von diesen schweren Pomaden, mehr hin zu leichteren Frisiercremes oder auch mal einem Frisierer, leichteren Gel, leichtes um Frisiercreme, leichtes Gel. Also haben wir ja hier auch schon ein da bisschen was. immer noch die Flexibilität zu lassen, mit den Händen reinzugehen und dann mal die Haare bewegen zu können. Im Gegensatz zu den schweren Pomaden, wie wir es die ganzen Jahre jetzt hatten. Männer und Farbe? Ich Muss bin, nicht. also ich wollte gerade Muss nicht sagen, sein. gut, ja, auch ich bin ja so ein, also ist klar, es gibt natürlich diverse Grautonabtöner, das finde ich noch okay, solange wie sie nicht gelb werden beim Auswaschen, weil das ist ein absolutes No-Go, auch für euch. Bitte, also wenn ihr was Also macht, dann. lieber wirklich dann zu den grauen Haaren stehen. Vielleicht, wie du sagst, so ein Gray Blending zu machen, aber das ist das Maximum. Bin ich ganz bei dir. Super. Okay. Vielen Dank, Sehr Bastian. gerne, sehr Vielen gerne. Dank für deinen oder unseren Hat uns Spaß gemeinsamen gemacht oder mir Trendreport. Spaß Ja, gemacht. mir auch. Es war toll. Schön, dass wir über so viele Trends sprechen konnten. Und ja, also wenn du denkst, dass du warst zwar der Erste, aber ich denke, wir werden uns wiedersehen, Ich weil komme gerne wieder. es gibt ja noch eine ganze Menge mehr Themen, die du als auch wir ja bearbeiten in Sachen Haaren. Und ja, ich denke, wenn es für euch interessant war, wäre es ganz cool. Wenn ihr Fragen habt, die würden Bastian und ich natürlich gerne im Nachgang auch ja, weiter noch beantworten. Sehr Gibt gern. ja auch Specials manchmal oder geht auf den Bastian seinen Kanal, den werden wir unten verlinken. Ja, ich hoffe natürlich weiter auch auf die Glocke unten. Abonniert unseren Kanal. Ja, und Fragen und Themen, bitte sagt uns eure Anregungen, das wäre ganz cool, weil ich habe noch eine ganze Menge mehr im Repertoire und ich denke, ich kann euch den einen oder anderen Fachmann noch gerne hierher holen, damit wir gerne noch mehr Themen besprechen können und ich euch Fragen beantworten kann, so viel ihr wollt. Vielen Dank und ja, bis bald.